Hallihallo, meine Lieben, was geht ab? Hier ist euer Trevor, also euer Mr. Trevor. Und wie versprochen, bauen wir gleich wieder bei unserer Mobfarm weiter, weil wir können das ja nicht so ein halbfertiges Projekt hier einfach so stehen lassen. Wieder mit Musik. Wenn es euch gefällt, haut einen Like-Button und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne für Musik hören würdet. Ich will ja natürlich für euch das machen, dass es für euch ein bisschen schöner ist. Und dass ihr natürlich auch Spaß habt, mir zuzuschauen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann haut doch mal auf den Abo-Button. Würde mich sehr freuen. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Okay. Wie weit ist das hier von entfernt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir machen mal 5 weiter rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Und das würde ich jetzt einfach mal so bündig bauen. Also ungefähr so. Und das hier natürlich auch schön bündig. Ja, so. Ja, was haltet ihr von der Plattform? Ich finde es bis jetzt gar nicht so schlecht. Nur, dass wir zu wenig Fenster wieder haben. Aber das ist ja eigentlich nur Nebensache. Ist ja komplett egal. Weil wir haben eh genug Holz. Damit wir hier noch was hinbauen können. Sehr schön. Okay. Aber damit ich die Mobfarm schön fertig bauen kann, brauche ich wiederum Bucket mit Wasser. Aber ich habe kein Wasser im Moment. Bisschen Problem, Kollege. Ah, sehr schönes Lied. Wie machen wir das zweite? Wir brauchen auf jeden Fall. Warte, wir können ja aus Clay können wir doch ein Bucket machen. Mann! Und ich wollte ja eigentlich einen Kabelstone-Generator machen. Das habe ich wieder komplett vergessen von der Automob-Farm. Ja. Aber als erstes ist mir doch die. Ja, die Mob-Farm ist mir dann doch lieber. Ich mach mir mal 3 Eimer. Alter, ich kann sogar eine Clay Shear machen. Ob die eine gute Durability hat, das weiß ich nicht. Das könnte aber gut sein, dass die eine gute Durability hat. Ich könnte eigentlich mal meine Axt wieder reparieren. Die hier. Wow. Bei der früheren Version habe ich die immer dort reparieren können. Jetzt muss ich die wirklich hier reinstecken, oder? Okay. Das finde ich immer noch so pornös, was hier draus geworden ist. Alter, das freut mich jetzt schon wieder, wenn ich das untersuchen kann, wie das gemacht worden ist. Fuck. Jetzt habe ich das Wasser verplempert. Nein! Oh, jetzt wird es sowieso Nacht. Oh, dann werden die ersten Mobs rauskommen. Dann können wir die ersten Mobs anfangen zu killen. In der Zwischenzeit. Also wir brauchen sowieso. Wir brauchen Mobs für die. Nee, wir brauchen gar nicht die Mobs für die Bone Meal. Wie ich letztes Mal gesagt habe, kann ich ja den Sand machen. Den Dust runtersieven. Und dort hoffen, dass genug. Oh, hier kommen eh schon die ersten Monster. Sollte ich davor Angst haben? Ja, vor dem Skelett sollte ich Angst haben. Weil die können mich dann schlimm beschädigen, halt schlimm abschießen. Das gefällt mir nicht so. Oh, da kommt ein Ninja. Schaut mal. Oh. Das hasse ich zum Beispiel an der 10.1er Version. Dass man hier immer nur einmal so zuschlagen kann. Das mag ich einfach nicht. Mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Und wir haben einen Bone bekommen. Oh, das Inferium Essence. Über das habe ich mich schon ein bisschen informiert halt. Beziehungsweise ich habe mir in diesem Modpack schon mal ein bisschen was angeschaut. Das ist richtig fett. Das ist wie. Es fällt mir gerade nicht an. Magical Crops, genau. Ist genau das gleiche. Richtig geil. Ich liebe solche Scheiße. Hab hier schon Wasser. Eben noch nicht ganz. Den Sand müssen wir sowieso noch mal. Das verarbeiten.
Oh, in der Minimap werden die als rote Punkte angezeichnet. Richtig schön. Haja! Oh, voll verkackt. Haja! Und haja! Haja! Oh, ein Bug? What the fuck? How to use your dirt chest? Nein, die Dirt Chest ist hier auch drinnen. Ach, halt die Klappe, verpiss dich, Drecks Dirt Chest. Oh. Alter, wieso? Die haben doch so einen Cooldown, dass sie nicht explodieren, wenn ich wieder weggehe. Oder ist das hier anders? Alter, die Musik ist viel zu laut, ich meine Musik ja gar nicht mehr. Optionen, Musik. Musik mal auf die Hälfte runter, dann höre ich meine Musik noch. Nee, das stört. Die Musik mache ich komplett aus. Ich habe hier Musik. Alter, seht ihr? Der hat Googly Eyes da drüben. Ha! Voll cool. Ich, genau wegen solchen Sachen liebe ich die Modpacks. Aber wirklich. Den das hier. Den kann ich jetzt schön verarbeiten. Hoffentlich kommt hier ein bisschen Bone Meal raus. Ja. Aber ich glaube schon, da kommt so viel Loot im Moment raus. Oh, schöne Musik. So, was haben wir denn hier alles bekommen? Oh, wir haben 12 Bone Meal. Das reicht voll und ganz. Okay. 12 Bone Meal. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen 7 Clay für einen Crucible. Dann können wir uns einen Crucible machen. Mit dem können wir uns dann endlich mal Lava machen. Das wird auch gut. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone. Habe ich jetzt den ganzen Cobblestone verbaut? Ich hab den ganzen Cobblestone verballert. Toll, Bobby. Ist egal, wir haben eh noch Dirt. Den Dirt können wir wieder sieben. Denn das gesiefte. Oh, da ist nur ein Zombie. Okay. Danke, Leute. Das ist ein roter Punkt. Oh, da kommt ein zweiter roter Punkt. Eh, toll. Oh, wie toll. Ha. Okay, das kann ich wieder alles reinstecken. Außer natürlich den Cobblestone, den brauche ich jetzt. Error. Achso, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Den muss ich ja zuerst mal in den Ofen stecken. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Bah! Oh. Fail! Ah ja! Ja, da, pa, 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 da, und nochmal, und noch einer, und zack, und fake, und, ah, komm, Quatsch, what the fuck, was bist du für ein kleines Kerlchen, ha? Hm, willst du auch durch Stress, komm her. What the fuck ist das für eine Spinne? Was ist das? Oh fuck. Okay, ich muss das mal kurz wieder abschließen. Oh, what the fuck war das jetzt für eine Spinne? So. Oh, wir haben einen Loopback. Komm. Und. Oh, Kartoffel. Hm. Naja, ist jetzt nicht das Beste, wo wir jemals bekommen haben. Oh, unser Crucible ist eigentlich fertig. Oh ja. Und Fluid Lava. Jetzt, sobald es das auf Fluid Lava gestellt ist, können wir endlich mit dem Lava Generator anfangen. Nice, nice, nice. Ich hab doch noch ein bisschen Clay übrig. Gib mir doch mal 2 Unfired Clays Shears machen, um zu schauen, wie die eigentlich ist.
Das ist eine gute Frage. Wie gut ist die? Wie stark? Oh. Ja. Ist mal besser als Holz, aber ja, es passt. Ich würde sagen, für das, was wir brauchen, passt es vollkommen. So, haben wir noch ein paar Setzlinge. Wir haben noch ein paar Setzlinge. Können wir wieder hier hinpflanzen. So, mal kurz hier alles mit Laub wieder auffüllen. Wir brauchen natürlich ein bisschen Dirt, damit wir wieder unsere Produktion weitermachen können. Und sobald ich endlich mal die Eisenproduktion angeworfen habe, kann ich mir einen Trichter machen und das Ganze automatisieren, beziehungsweise halbautomatisch machen. Dann muss ich nur das Dirt in die Chest reinkloppen und dann war es das für mich. Oh, ein Enderman. Nice. Also sobald die Sonne wieder kommt, können wir das ganze die ganzen Sachen dort hinten einfach mal looten. Das wird natürlich auch eine riesen geile Sache. Hey, ja. Let's Manos. Keine Ahnung, wer du bist, aber Let's Manos. Ma. Oh. Being comfortable. Hä? Hat jetzt keine Modifikation bekommen? Schade. Ja? Will sonst noch jemand Stress, ha? Huh? Ja, kurz mal was essen und Patz. Patz, 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 Patz. Hm. Läuft. Meins. Nochmal ein Fencing. Und gut. Oh, das Rotten Flash kann ich ja auch wieder. Das gibt 11% jedes Mal. Nice. Das können wir dann immer noch zu Dirt verwandeln, wenn wir so viel Rotten Flash jetzt von der Mobfarm bekommen. Das wird uns natürlich auch noch einen Push nach vorne geben. Hat natürlich auch was Gutes, hä? Huh? Ja. Also ich wollte eigentlich mal in das Tiefenbuch machen. Mech Clay by putting dust into a water fury barrel, jawoll. Craft a cooking crucible, jawoll. Heat a crucible with a torch and insert stone or cobblestone to make lava. Haben wir. Wieder cobblestone generator. Haben wir noch nicht. Kommt aber leicht. Haben wir. Und haben wir. Atza. Okay, nee, es sprengt nicht immer. Muss nur weit genug weg jedes Mal. Oh, nicht sprengen, bitte. Ei, ich habe immer so Schiss. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ah, es hat ihn nicht gesprengt. Huch. Boah, habe ich mir Angst bekommen, dass der mir jetzt meine ganze Base wegsprengt. Oh, Loopback. Smiley Cloud. What the fuck ist ein Smiley Cloud? Ha! Das ist aus Super Mario. Die Clouds hier, wo immer lachen. Ha, richtig nice, die Clouds. Ha, gefällt mir voll. Hat jetzt. Your best friend. Irgendein geiler Name. Leute, irgendein geiler Name brauchen wir jetzt. Lass mich mal kurz überlegen. Nee. Irgendein komplett beknackten Namen am besten. Sowas wie. Zebülle! Genau! Scheiße, wie schreibe ich Zebülle? Zebülle, das Smiley Cloud. Zebülle, was machst du denn? Oh, geil, Zebülle und Zebülle. Für dich lass ich mir noch einen Namen einfallen, aber Zebülle ist einfach zu geil. Zebülle, was machst du denn? Huh? Zebülle. Zebülle zeigt immer so Herzen, das ist so nett. Oh, Leute, wir kommen schon fast zu Tränen von deinem Lachen. Zebülle!
Ich weiß gar nicht, wie ich das hier im Moment gerade feiert. Dass ich meine Cloud Sibylle genannt habe. Sibylle ist mal richtig geil. Sibylle, was machst du denn hier? Sibylle! Ah. Hi Sibylle! Sibylle! Smiley Cloud! Ah. Scheiße. Es ist so behindert, was ich eigentlich gemacht habe. Huch! Mir macht es extrem viel Spaß, Leute. Es macht so viel Spaß. Oh, das war falsch platziert. Sibylle, was machst du denn? Sibylle! Okay. Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ich noch für einen Namen für die andere Cloud hier geben soll. Oder schreibt mir in die Kommentare und wenn ich mehr Clouds finde, dann werdet ihr, also die Cloud wird dann nach euch benannt. Also schreibt mir in die Kommentare, dann wird diese Cloud nach euch benannt. Das ist doch mal eine gute Idee. Schreibt mir in die Kommentare und ihr werdet nach einer Cloud benannt. Ja, das sage ich jetzt so. Da, und das wird auch so geschehen. Schreibt mir in die Kommentare und ihr werdet hier verewigt. Genau, das Wort hat mir noch gefehlt. Verewigt werdet ihr dann. Also immer fleißig in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im Spiel sogar. Ach, verdammt. Falsch platziert. Okay. Wasser fließt immer 8 weit, Leute. Dann müssen wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also müsste ich dort eigentlich das Wasser hinsetzen, damit es funktioniert. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich habe das schon wieder alles vergessen. Ich, mein Gehirn. Hm. Oh, voll das chillige Lied. Hört ihr das? Boah, das ist mal übelst gechillt. Voll nice. Boah, das Lied ist mal richtig nice, oder? Oh. Wir haben Lava, Leute. Wir können uns einen Lava-Generator machen. Ja! Sibylle! Sibylle ist geil. Sibylle ist einfach genial. E2. Ja. 5, 6, 7, 8. Fuck, das war falsch platziert. Okay. Also die Mobfarm ist eh schon... Ja, naja, fast, vielleicht kann man jetzt auch wieder nicht sagen. Aber sie hat mal riesen Fortschritte. Das gefällt mir schon mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die steht schon. Oh, das Lied ist mal richtig gechillt. Also es ist perfekt so am Abend, so kurz vorm Schlafen gehen, einfach mal so ein Video reinziehen mit gechillter Musik, wo man ein bisschen was baut. Ich weiß, das ist voll mein Ding. Genau sowas. Ich lieb solche Sachen. Wo es einfach so voll gechillt ist. Kein Stress. Einfach mal den ganzen Hektik, den man am Tag hatte. Einfach mal alles vergessen. Egal, ob man zur Schule geht oder arbeitet. Einfach mal alles vergessen und abschalten. Genau das ist, was ich eigentlich machen will. So.
dann ist das hier auch schon fast fertig. So, nice. 1, 2, 3, hier noch. 1, 2, 3. Also ich werde jetzt in mehreren Videos diese Musik laufen lassen. Wenn es euch gefällt, dann haut mal auf den Like-Button. Aber wenn es euch nicht gefällt, dann einfach mal auf den Dislike-Button. Ist mir egal, haut auf den Dislike-Button, wenn ihr sagt, okay, wir wollen keine Musik. Hab ich... Oh, Leute. Scheiße. Okay. Ich wollte ja gerade irgendwas sagen. Okay. Ja. Aber, genau, ich wollte sagen, es sollen doppelt so viele Dislikes geben wie Likes. Dann werde ich keine Musik mehr spielen lassen, weil es für mich auch voll gechillt ist. Und ihr müsst mir. Dann müsste ich wirklich ein Riesenzeichen haben, damit ich weiß, okay, ihr wollt wirklich keine Musik da drin haben. Aber ich glaube, keiner von euch wird sagen, okay, die Musik will ich nicht. Hoffe ich zumindest. Habe ich noch den Bild? Oh, ich habe noch die letzte Builders Wand, okay. So, die Mauer besteht auch schon wieder fast. Nicht mehr lange. So, die letzte Etage hier noch. Und hier noch ein bisschen. Das letzte machen wir sogar noch von Hand. Weiß wie so wichtig ist. Bumm! Und schon steht das mal. Oh mein Gott, ich habe gar nichts mehr zu essen. Hä? Ja, das machen wir dann irgendwann später. Habe ich jetzt keine Zeit dafür. Oder keine Nerven. Keine Ahnung. Ist mir egal. 1, 2. Und dann 1, 2. 1, 2. Und dann wieder hier ein Wassereimer und hier ein Wassereimer. Das kann ich dann abbrechen. Nee, das kann ich noch gar nicht abbrechen. Ich muss sowieso noch mal hoch später. Stimmt, aber zuerst, als allererstes muss ich mir mal was zu essen holen. Und es wird schon wieder dunkel. Darum mache ich das jetzt so. Zibylle. Ich leuchte das hier mal ein bisschen aus. Damit hier keine Mobs hier unten spawnen. Obwohl die Mobs sowieso oben spawnen können. Oh, ist hier auch ein roter Fleck? Ja, hier ist auch ein roter Fleck. Okay, dann müssen wir hier noch eins. Und hier noch eins. Okay, wenn hier Mobs runterkommen, dann werden sie sowieso hier abgefangen. Dann können sie eh nicht mehr weiter. Und was wir jetzt hier noch machen müssen, ist hier eine Abgrenzung machen, dass falls was kommt, dass sie dann spätestens hier aufgehalten werden. Aber hier können wir noch ein bisschen was machen. So, genau. Denn jetzt ist es viel schöner. Ist alles schön beleuchtet. Jetzt kann hier nichts mehr spawnen. Nur dort, wo ich will, werden ein paar Monster spawnen. Und das ist dort vorne. Das passt. Das ist perfekt. Aber irgendwie brauchen wir jetzt noch ein paar Äpfel. Das ist eigentlich gar nicht so die. Oh. Okay, alles klar. Das ist aber gar nicht so die Schwierigkeit, dass wir ein paar Äpfel kommen. Alles klar. Läuft bei dir, oder? Tschüss! Tschüss! Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Die sind gar nicht so dumm, oder? Ha! So weit denkst du wieder nicht nach, Bacon Donut! Haha! 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 Oh. Hier ist sowieso zerbrochen. Scheiße. Und ich schlag mich da die ganze Zeit zu. Au! Oh, what the fuck?
Wo kommst du her? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Wo kommt der verdammte Baby-Zombie her? Alter, geh weg! Haha, jetzt bist du gefangen. Ich kann die gar nicht killen. Oh Gott, ich dachte, ich kann die gar nicht killen. Oh. Ist der jetzt hier reingekommen? So. Okay, hier einfach mal abdichten. Ich brauche hier wirklich... Sibylle, beschütz mich! Ich brauche hier... Alter, richtig nice. Gefällt mir. Muss ich sagen. Gefällt mir. Ein fettes Like darauf. Ja, ich wollte eigentlich hier die Bäume abfarmen, damit die Blätter despawnen und dann ein paar Äpfel droppen können. Ungefähr so. Ach komm, ich benutze schnell mal die Madbox hierfür. Bekommen wir noch einen Apfel raus. Das wäre halt richtig gut. Ich habe ein bisschen Hunger. Sonst müssen wir uns einen Drying... Komm, wir machen uns einen Drying Rack. Nee, nicht so. So, oder? Drying Rack, genau. Wir machen uns mal zwei Drying Racks. Einmal hier und einmal hier. Dann können wir uns Meatball machen. Meatball. Weiß jemand von euch, wo ich das Zombiefleisch hingetan habe? Weiß irgendwie nicht, wo das ist. Oder wo ich es hingepackt habe. Oh, Alter, was machst du jetzt hier? Bei dem macht's Tack und bei dem nur. Alles klar. Oh, jetzt habe ich genau 2. 1, 2 und dann können wir uns das schön craften. Nice. Oh, jetzt kriegen wir sogar Äpfel. Okay. Leute, das war's für diese Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir gleich mal wieder weitermachen. Bis dahin, viel Spaß und ciao!